Fasse folgenden Term so weit wie möglich zusammen. 4x hoch 2 mal 10xy mal x hoch 4 mal minus 3. Wenn wir Terme multiplizieren, also überall nur ein Multiplikationszeichen dazwischen steht, dann kann man das recht schnell tun, indem man sich einfach nur zwei Schritte überlegt. Erstens alle Zahlfaktoren miteinander multiplizieren. Und zweitens die Variablen zu Potenzen zusammenfassen. So, das kann man eigentlich schon in einem Schritt erledigen, indem man jetzt einfach alle Zahlfaktoren multipliziert. Also 4 mal 10 sind 40 und dann mal minus 3 sind minus 120. So, und jetzt noch alle Variablen zu Potenzen zusammenfassen. Die Hochzahl gibt ja immer an, wie oft diese Variable eigentlich vorhanden ist. Also x hoch 2 heißt, die Variable x ist zweimal vorhanden. X hoch 4 bedeutet dagegen, die Variable x ist viermal vorhanden. Wir zählen jetzt einfach durch, wie oft diese Variable vorhanden ist und schreiben in die Hochzahl dann rein, wie oft sie tatsächlich da ist. Also hier ist sie zweimal da, plus einmal von hier ist insgesamt 3, plus viermal von hier, also insgesamt 7. Das heißt, die Variable x ist siebenmal vorhanden, schreiben wir als x hoch 7 auf. Dann haben wir noch eine Variable y, die wir einfach dahinter schreiben. Und schon haben wir unseren Term multipliziert.